Hallo, willkommen bei Money, fährt's kann jeder. Aktuell haben wir schon echt komische Zeiten an den Börsen. Firmen, die kaum oder keine Gewinne schreiben, schnellen in die Höhe. Firmen, die vor Wochen oder Monaten totgesagt wurden, verbuchen extreme Kursgewinne, die man so nicht für möglich gehalten hat. Tja, und Aktien, die total überbewertet aussehen, peilen immer höhere Kurse an. Wirklich verstehen muss man das nicht. Daneben haben wir aber auch Unternehmen, die nicht schlecht dastehen, die jetzt Zahlen vermelden, die einen zwar nicht vom Hocker hauen, aber auch nicht wirklich schlecht sind und die grundsätzlich fundamental gut aufgestellt sind, tja, und die rasseln plötzlich zweistellig in die Tiefe. Das freut mich natürlich persönlich, denn dadurch bekomme ich jetzt die Chance, erste Position in meinem Depot bei diesen Unternehmen zu errichten. Das ist jetzt auch wieder passiert, und zwar bei einer Aktie, die ich schon lange auf der Watchlist habe. Die Firma war schon einmal in meiner Analyse gewesen, um genauer zu sein, am 25.11.2021. Ja, und da schnitt das Unternehmen nicht schlecht ab. Allerdings war sie mir damals zu teuer gewesen, daher habe ich erstmal abgewartet, bis mein Preis erreicht wurde. Tja, und dank üppiger Abschläge nach den jetzigen Zahlen habe ich mir alles nochmal bei dem Unternehmen genau angesehen. Ja, und bei dem aktuellen Kurs, der jetzt gut 27% unter dem damaligen, also dem Kurs vom Zeitpunkt meiner Analyse lag, ja, habe ich jetzt zugeschlagen. Welche Firma ich mir jetzt ausgeguckt habe und warum ich hier eingestiegen bin, erfahrt ihr im heutigen Video. Dann legen wir mal los. Die Aktie, die ich mir jetzt in meine Investzone 1 als langfristige Position geholt habe, ist die Akamai Technologies. Was machen die überhaupt? Akamai ist der führende Anbieter von Cloud-Diensten, über die Unternehmen Inhalte und Anwendungen schnell und sicher an beliebige Geräte liefern können. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Beschleunigung von Online-Anwendungen und Geschäftsprozessen. So koordiniert und optimiert der Konzern etwa die Lastenverteilung von Webinhalten. Neben Web-Performance-Lösungen und Lösungen für die Online-Lieferung von Content bietet Akamai auch Cloud-Sicherheitslösungen, Cloud-Networking und Lösungen für Netzbetreiber. Kunden kommen zum Beispiel aus dem Einzelhandel und der Konsumgüterindustrie, der Software- und Technologiesparte, den Medien und der Unterhaltungsindustrie. Aber auch Touristik und dem öffentlichen Sektor sind Kunden vorhanden. Der Hauptsitz von Akamai befindet sich in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts und ja, das Unternehmen unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Unter anderem auch bei uns in Deutschland und zwar in Garching bei München. Wir haben hier bei dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ja, gut 12,8 Milliarden Euro und die Aktie hat momentan ein ja, KGV von gut 4,3. Das erwartete KGV liegt so bei 14,3, also ein Niveau, was ganz ansprechend ist. Und man geht auch davon aus, dass die nächsten Jahre das KGV durch steigende Gewinne weiter runtergehen soll. Jetzt im Jahr von 14,38, dann im Jahr 2024 auf 13,09, im Jahr 2025 auf 11,67 und im Jahr 2026 könnte das KGV, wenn die Schätzungen eintreffen, dann schon bei 10,8 liegen. Der EBITDA-Gewinn soll laut Schätzung in diesem Geschäftsjahr bei gut 1,49 Milliarden Euro liegen, im nächsten Geschäftsjahr dann bei 1,62, im Jahr 2025 dann bei 1,835 und im Jahr 2026 könnte der EBITDA-Gewinn schon bei 1,91 Milliarden US-Dollar liegen. Auch auf der Umsatzseite sieht es jetzt nicht schlecht aus. Momentan wird vermutet, dass wir im Jahr 2023 einen Umsatz haben von gut 3,733 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 könnte dieser dann auf 3,971 Milliarden Dollar steigen, dann im Jahr 2025 auf 4,325 Milliarden US-Dollar anwachsen und ja, so soll das dann auch weitergehen, wenn alles so eintrifft, wie die Vermutungen momentan ja, einschätzen oder die Sache einschätzen. So, genug herumgestottert, kommen wir jetzt lieber zur Verschuldung und die sieht nämlich auch ganz gut aus. Den Gesamtverbindlichkeiten im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr von gut 3,6 Milliarden Dollar standen gut 536 Millionen Dollar liquide Mittel gegenüber. Auf EBITDA-Basis hätten wir hier demnach einen Verschuldungsgrad von gut 2,4. Das Bild bei den Nettoverbindlichkeiten oder Nettofinanzverbindlichkeiten sieht ein bisschen besser sogar noch aus, denn die sind sogar für das Jahr 2023 negativ mit einem Wert von minus 60 Millionen Dollar. Das Bild soll sich dann auch in den nächsten Jahren weiter verbessern. Man geht aktuell davon aus, dass dann halt im Jahr 2024 die Nettofinanzverbindlichkeiten bei minus 513 liegen und dann im Jahr 2025 könnten sie schon bei minus 2,4 Milliarden US-Dollar sein. Also schon von der Schuldenseite sieht das Bild eigentlich relativ gut aus. Ja, nicht vergessen sollte man natürlich das Free Cashflow und das sieht auch gut aus bei dem Unternehmen. Wir haben ein vermutetes Free Cashflow jetzt in diesem Geschäftsjahr, also im Jahr 2023 von 527 Millionen US-Dollar und das könnte dann in den nächsten Jahren auf 735, 950 und im Jahr 2026 dann auf 1,05 Milliarden US-Dollar anwachsen. Also das Gesamtbild von den Schätzungen her sieht hier wirklich gut aus.
Und ja, man kann den Schätzungen durchaus auch glauben, denn in der Vergangenheit hat das Unternehmen auch im Durchschnitt ein Umsatzwachstum von 7,6% hingelegt und ein EPS-Wachstum von ordentlichen 20,9%. Hinzu kommt bei Akamai eine doch recht ansprechende EBITDA-Marge von gut 45% im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr. Und das ist eine Größenordnung, die ich eigentlich mal ganz gerne sehe bei Unternehmen. Leider gibt es hier keine Dividende. Also Dividendenjäger werden hier nicht glücklich werden. Das sollte man natürlich auch noch erwähnen. So, bevor ich jetzt auf die aktuellen Zahlen eingehe und auf den Grund für den momentanen Abschlag bei dem Unternehmen, nach den letzten Zahlen, möchte ich vorher noch mal kurz den Chart besprechen. Beim 10-Jahres-Chart sieht man gut, dass wir uns immer noch im langjährigen Aufwärtstrend befinden. Seit 2012 konnte sich die Aktie gut verfünffachen und in der Spitze sogar mehr als verachtfachen. Seit dem Corona-Tief bei gut 72 Euro ist die Aktie im Anschluss bis auf gut 113 Euro gelaufen. Es startete im Anschluss der mittelfristige Abwärtstrend, der die Aktie jetzt von den Hochs gut 36% runtergeführt hat. Anders ausgedrückt, die Aktie müsste jetzt gut 56% steigen, um die April 22 Hochs wieder zu erklimmen. Die Aktie bewegt sich jetzt auch auf einem Niveau der Corona-Tiefstände und in Regionen, die wir 2015 und 2018 schon mal so im Groben gesehen haben. Auffällig ist dann noch der große Abschlag nach den letzten Zahlen, denn die Aktie verlor seit Dienstag gut 12-13%. Jetzt stellt sich natürlich die Gretchenfrage, warum ist die Aktie denn so stark abgeschmiert? Dafür habe ich mal die Zahlen vom 15.02.2023 mitgebracht. Das Ergebnis der Aktie für das vergangene Quartal wurden auf 1,37 Dollar beziffert, während im Vorjahresquartal noch 1,49 Dollar je Aktie in den Büchern standen. Also wir hatten hier einen Gewinnrückgang von gut 8%. Ist natürlich schon mal nicht schön. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 927,8 Millionen US-Dollar in den Büchern und dies kommt einer Steigerung von immerhin noch gut 2,48% gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Akamai einen Umsatz noch von 905,4 Millionen US-Dollar eingefahren. Also beim Umsatz konnten sie zumindest noch ein bisschen zulegen. Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,37 US-Dollar und im letzten Jahr hatte Akamai einen Gewinn von 5,74 Dollar je Aktie eingefahren. Also auf Jahressicht ebenfalls ein Gewinnrückgang um gut 6,4%. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr dann 3,62 Milliarden US-Dollar in den Büchern und dies kommt einer Steigerung von immerhin noch 4,49% gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Akamai nämlich einen Umsatz von 3,46 Milliarden US-Dollar eingefahren. Das ist dann wieder ganz okay. So, für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,27 Dollar sowie einen Umsatz in Höhe von 3,59 Milliarden US-Dollar gerechnet. Also Gewinn pro Aktie 5,27 US-Dollar und Umsatzhöhe 3,59 Milliarden US-Dollar. Tja, und da konnte Akamai beim Umsatz und Gewinn die Schätzung sogar schlagen. Also die Zahlen waren jetzt nicht gut, aber auch keine Vollkatastrophe. Was den Markt allerdings zusätzlich ein bisschen verschreckt hatte, waren dann die Prognosen. Für das Geschäftsjahr 2023 stellt Akamai einen Umsatz von 3,7 bis 3,78 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 5,4 bis 5,6 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Hier hatte der Markt wohl mehr erwartet. Dennoch kommt Akamai dann auf ein Forward PI von immerhin noch 15,7. Das ist ja jetzt nicht hoch. Jetzt muss man natürlich etwas Wichtiges besprechen, denn Akamai ist momentan etwas im Wandel. Akamai hat sich in der letzten Zeit nicht auf sein Kerngeschäft jetzt ausgeruht, denn es stößt immer mehr in den Bereich Cyber Security vor. Der Umsatz im Bereich Cloud Security Solutions konnte binnen weniger Jahre von 0 auf über 1 Milliarde US-Dollar gesteigert werden. Inzwischen ist die Sparte der Wachstumstreiber im Konzern und ohne das Komplettangebot, also Altgeschäft inklusive Sicherheitslösung, würde das normale Geschäft wohl auch nicht mehr so gut laufen. Kunden wollen halt eine Lösung aus einer Hand und Akamai kann das anbieten. Akamai hat sich in den letzten Jahren eigentlich neu erfunden und gehört trotz der Größe des Cybersecurity-Geschäfts aktuell noch zu den eher unbekannten Akteuren der Branche. Darüber hinaus scheint man ein weiteres Geschäftsfeld für sich entdeckt zu haben. Mit Akamai Compute bietet man nämlich eine Plattform an, auf der Apps und Services programmiert und ausgeführt werden können. Das Altgeschäft Content Delivery verliert also jetzt zunehmend an Bedeutung, während der Bereich Cyber Security und Cloud Computing immer größer werden. Aktuell wird in meinen Augen durch die schwache Entwicklung im Altgeschäft jetzt etwas verschleiert, wie gut nämlich die neuen Geschäftsbereiche laufen. Der Umsatz im Bereich
Cyber Security konnte um 16% jetzt auf 1,54 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Umsatz mit Cloud Computing legte um 60% auf 405 Millionen US-Dollar zu. Dem stand jedoch das Delivery-Geschäft entgegen, welches um 11% auf 1,67 Milliarden US-Dollar schrumpfte. Also zeigen die aktuellen Zahlen nur das Gesamtbild und verschleiern etwas, dass die neuen Geschäftsbereiche in der Zukunft die Kurstreiber durchaus werden könnten. Ein anderes Beispiel. Der CDN-Bereich erzielte beispielsweise eine operative Marge von etwa 20% und der Umsatz dürfte weiterhin rückläufig sein. Das ist das Altgeschäft. Durchschnittlich laut Akamai könnte das so in der Region 4% pro Jahr liegen. Gleichzeitig stellt man im Bereich Cyber Security langfristig eine Wachstumsrate von 20% pro Jahr sowie eine operative Marge von über 30% in Aussicht. Im Segment Cloud Computing geht man von langfristigen Wachstumsraten von über 30% pro Jahr aus. Ja, und eine operative Marge von über 30%. Sollte das wirklich so kommen, dann könnte Akamai in Jahren um einiges besser dastehen wie jetzt. Zieht man dann diesen Ausblick heran und schreibt die Entwicklung um 5 Jahre jetzt in die Zukunft fort, würde der Konzernumsatz von zuletzt 3,62 auf 6,7 Milliarden US-Dollar klettern. Die operative Marge läge am Ende so bei 28% und das operative Ergebnis würde derzeit von 676 Millionen Dollar auf 1,87 Milliarden US-Dollar klettern. Das sind natürlich sehr optimistische Annahmen, aber nicht unrealistisch. So, also, um das mal jetzt zusammenzufassen. Durch die Umstrukturierung kommt natürlich jetzt ein bisschen negativer Effekt rein, weil das Altgeschäft ein bisschen schwächelt, aber die neuen Sektoren, wo sie tätig sind, gut wachsen. Und dementsprechend sieht das Gesamtmischbild momentan jetzt nicht nach einem super Wachstumstreiber aus. Aber wenn das Altgeschäft moderat schrumpft und die neuen Geschäftsbereiche, ordentlich wachsen, und in den Bereichen, wie ich das gerade erzählt habe, ist es ja eine überproportionale Wachstumsrate, die wir hier sehen, dann wird das Altgeschäft locker ausgeglichen und insgesamt dürften sie dann sogar um einiges stärker wachsen, wie es eigentlich dann halt von ihrem Altgeschäft halt man ausgehen konnte. So, kommen wir mal schnell zu den Analysten und was die sagen. Ich habe mir mal das Analystenbild so angeschaut und wir hatten 40% der Analysten, die kaufen, sagten 50% halten, 10% nur verkaufen. Durchschnittliche Kursziel liegt momentan bei 92,33 Euro bei einer Spanne von 68,22 Euro bis 128,04 Euro. Das wäre dann ein Aufwärtspotenzial vom durchschnittlichen Kursziel, vom aktuellen Kurs bis zum durchschnittlichen Kursziel von gut 27%. Da gibt es Schlimmeres. So, kommen wir jetzt mal zum Schluss. Ich bin jetzt in die Aktie eingestiegen, da ich jetzt endlich nach über einem Jahr Wartezeit die Kurse sehe, die ich mir bei dem Unternehmen damals auch zum Einstieg gewünscht habe. Klar, das kam jetzt auch durch die schwächeren Zahlen zustande, die aber nicht so schlecht waren, dass man so einen Abschlag rechtfertigen kann, zumindest in meinen Augen. Mich hat es auf jeden Fall jetzt gefreut, denn ich konnte jetzt endlich mal zuschlagen. Interessant finde ich aktuell nicht nur die momentane fundamentale Bewertung, erwartetes KGV von so um die 15 ist schon okay, sondern auch die finanzielle Aufstellung insgesamt. Schulden sind überschaubar, liquide Mittel hoch, Free Cashflow ist auch üppig vorhanden und so kann ich mit dem aktuellen Bewertungsniveau gut leben. Ich finde auch, dass Akamai durch die Themen Cloud Computing und Cyber Security in der Zukunft ganz gut laufen könnte. Klar, wir haben jetzt eine Übergangsphase, so eine Umbruchphase, wo das Altgeschäft an Bedeutung ein bisschen verliert und dafür die neuen Geschäftsbereiche immer wichtiger werden und auch stark wachsen, aber sich auch beweisen müssen. Sollte das aber gelingen, dann wird sich das für das Unternehmen auf lange Sicht durchaus auszahlen und die momentane Kursschwäche ist dann für mich ein guter Moment, um endlich hier in das Unternehmen reinzukommen. Das sehen wohl nicht nur ich so, denn eines habe ich noch gar nicht erzählt und das ist gar nicht mal so uninteressant. Denn seit Dezember 2022 gibt es nämlich massive Insiderkäufe vom CEO Thomson Leighton, der in den letzten 3 Monaten mal 42 Mal zugeschlagen hat bei Akamai. Immer so um die 25.000 Dollar und dadurch hat er mal gut 1 Million Dollar in sein eigenes Unternehmen investiert. Und das klingt jetzt nicht danach, dass er nicht an die Story glaubt. Ich nutze jetzt auch mal die Chance und baue eine erste Position bei mir im Depot auf. Ich finde halt, dass das aktuelle Bewertungsniveau für mich sehr interessant ist. Die Bereiche Cloud Computing und Cyber Security sind natürlich auch ein spannendes Thema und die Zukunftsaussichten bei Akamai sind durchaus vielversprechend, wenn sich die neuen Geschäftsbereiche so entwickeln, wie man das momentan annimmt. Auch Akamai es annimmt. So,
Ich bin jetzt auf jeden Fall drin und ja, sollte der Kurs jetzt weitere Schwäche zeigen, dann werde ich diese gerne nach meinem alten Muster nutzen, um meine Position immer weiter aufzubauen. Das war's dann für heute. Ich verabschiede mich mal und hoffe natürlich, dass der Blick auf die Aktie euch gefallen und vielleicht auch ein bisschen geholfen hat. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen hoch freuen. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal immer mal vergessen werden. Und deswegen bin ich ja ein freundlicher Mensch und erinnere euch dran. Dann macht das auch, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!